Hallo liebe Leute, es ist schon wieder spät in der Nacht und ich fange schon wieder an den Vlog zu drehen. Ja, ich muss aus der Perspektive filmen, weil ich ungeduscht bin und ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Ich werde mich dann morgen duschen gehen und keine Sorge, diesmal kommt wirklich nach dieser kurzen Redescheiße hier ein richtiger Vlog dann noch ran von dem Tag. Allerdings muss ich jetzt noch ganz kurz was erzählen. Und bevor ich das vergesse, filme ich das lieber jetzt schnell. Und zwar wollte ich noch kurz eine Sache erklären bezüglich der Upload-Zeit und so weiter und noch ganz kurz was zu heute erzählen. Ich war nämlich heute, beziehungsweise eher gestern, also noch am ersten Abend, noch eine Weile hier zu Hause Pokémon Go spielen und habe zufälligerweise da drei Leute getroffen, die das auch gespielt haben, die ich auch von früher noch so ein bisschen kannte. Und wir sind dann gemeinsam durch die ganze Stadt gelaufen und haben alle Arenen erobert, die es hier gibt. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war ziemlich cool. Und was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, das ist mir nämlich diesbezüglich aufgefallen. Und zwar habe ich mich dabei dann selbst gefragt, hey, sag mal, Digga, was ist eigentlich, wenn jetzt nach 21 Uhr an dem Tag noch was Besonderes passiert? Und das, ich denke mal, ist vollkommen logisch, wenn ich jetzt schon so frage. Es wird dann nicht irgendwie so sein, wenn nach 21 Uhr was passiert, dass ich dann um 24 Uhr nochmal einen Nachvlog oder sowas hochlade. Sondern es ist dann so, dass es quasi in den Tag vom nächsten, in dem Vlog vom nächsten Tag mit reinkommt. Oder eben in Fällen wie die kommenden beiden Samstage, wenn ich halt über Nacht nicht da bin, in der Nacht halt trotzdem noch was drehe, dass das dann halt am nächsten Tag zusammengefasst wird von zwei Tagen. Aber normalerweise, wenn jetzt also zum Beispiel heute am 2.9. um 22.30 Uhr was passiert, was ich unbedingt noch in den Vlog reinnehmen möchte, dann kommt es am Vlog des 3.9., wobei am 3.9. kommt ja keiner, also das dann am 4.9. in dem Extremfall. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. So, es ist also 3:30. Ich gehe jetzt definitiv schlafen und würde sagen, viel Spaß mit was auch immer jetzt noch kommt, was ich noch so in den September-Vlog reinpacke. Tschüss! Bis gleich. Moin, liebe Leute. Ich bin jetzt gerade aufgewacht. Hab mir kurz eine Hose angezogen und den PC hochgefahren. Und jetzt liege ich wieder hier und würde am liebsten weiter schlafen. Das, obwohl. Au. Es 12:30 ist. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit den neuen Videos. Wer ein Fan von JRPG ist, sollte sich definitiv mal bei Star Ocean reinschnuppern. Ist natürlich nicht für jedermann was, aber für so eine JRPG-Freaks wie mich definitiv. Dann weiß ich gar nicht, was 18:30 heute kam. Ach ja, ein Infovideo. Ich hoffe, das kam heute überhaupt, weil ich habe es noch nicht gedreht. Also zu jetzt dem Zeitpunkt. Aber wenn ihr das Video seht, war es halt entweder schon oben oder nicht. Und was ganz wichtig ist, schaut euch den ersten Part von Backfire New Reality an, was heute gekommen ist. Das ist ein Pen and Paper, was ich mit ein paar Freunden gestartet habe. Und das ist meiner Meinung nach das größte und vor allem wichtigste Projekt und auch das, in dem am meisten Arbeit steckt. Nicht nur wegen der ganzen Sachen, die ich designen und drucken musste, wegen der ganzen Storyline, die ich schreiben musste und wegen der Treffen, die organisiert werden musste, sondern auch wegen des Edits. Ihr werdet es im Laufe des Projekts sehen, wenn ihr das verfolgt, dass ich da auch ziemlich viel dran rumgeschnitten und editiert habe. Und jetzt lege ich mich erstmal noch eine Runde hin, spiele vielleicht noch ein bisschen 3DS. Und wenn noch was passiert, wie immer, klemme ich hier noch einen Clip ran. Und keine Sorge, die Vlogs werden dann in Zukunft wirklich auch vlogiger. Aber jetzt gerade ist halt einfach, heute ist einfach Aufnahmetag bei mir. Und da muss ich den Vlog irgendwie mit Labern füllen. Hey Leute, boah, hell. Ich bin gerade am Schneiden von dem Video Backfire Wiki, was ja heute dann um 18:30 Uhr gekommen ist.
Wenn ihr das seht, schaut es euch an. Ich bitte euch, also ich sag mal so, wenn ihr entweder interessiert seid, meine Buchreihe zu lesen, zu der ich dann bald, wie gesagt, noch ein extra Video machen werde, oder wenn ihr das Pen and Paper schaut, dann bitte ich euch wirklich, das zu schauen, weil ich gleichzeitig da wirklich noch eure Hilfe gebrauchen könnte. Ich könnte da nämlich wirklich eure Hilfe gebrauchen, was das Backfire-Wiki angeht. Und deswegen, wenn ihr Pen and Paper oder Bücher schaut, dann schaut da mal vorbei. So, heute ist, wie gesagt, nochmal so ein Tag, an dem ich eher nochmal so Bullshit labere beim Vloggen. Und ja, morgen kommt, wie gesagt, gar keiner. Aber dann ab Sonntag versuche ich dann nochmal so ein bisschen mehr so richtig zu vloggen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber irgendwie ist bei mir gerade, wenn ich auf die Kamera schaue, das Ganze ein bisschen laggy. Also nicht wie sonst immer so schön pluff pluff, sondern hat irgendwie nur so ganz wenig. So. Ja, irgendwie, keine Ahnung, das sieht bei mir gerade aus wie 20 oder 25 FPS oder so. Ich hoffe, das... FPS. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Gut. So, ich denke mal, dass heute nicht mehr sonderlich viel passiert. Ich werde jetzt nämlich hier hingehen. Die PS4 anmachen. Und dann dieses Spiel aufnehmen. Und wenn ich das ein bisschen aufgenommen habe, gehe ich noch ein bisschen The Vine Divinity aufnehmen. Und das war dann halt eigentlich auch heute mein Tag. Ich werde abends wahrscheinlich noch mal rausgehen, noch ein bisschen Pokémon Go spielen. Da das allerdings nach 21 Uhr sein wird, werde ich das wahrscheinlich heute nicht filmen, weil ja Sonntag dann schon ein Vlog von 2 Tagen kommt. Und dann noch was von heute reinzunehmen, wäre, glaube ich, ein bisschen too much. Und deswegen wird wahrscheinlich, keine Ahnung, also vielleicht werde ich nachher noch einen kurzen Mini-Part hier machen, wenn ich kurz im Livestream bin, wobei das wird auch erst Abend sein. Ja, ich werde den ganzen Tag eigentlich nur noch aufnehmen, wie gestern. Deswegen sorry, aber irgendwie habe ich heute nichts zu sagen. Da ich heute auch nicht allein zu Hause bin, kann ich auch nicht irgendwie filmen, wie ich in der Küche irgendwas koche oder so. Das werde ich wahrscheinlich einen Tag im September noch machen, aber kann ich halt nicht, weil, nee, alles gerade sehr ungünstige, unordentlich, sehr ungünstige, tja, wie nennt man das jetzt? Gegebenheiten. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls versuche ich mir dann die Tage ein bisschen mehr Mühe zu geben, wenn es halt ein bisschen mehr gibt. Tut mir leid, aber den ganzen Monat jeden Tag was zu machen, da gibt es halt mal Tage, wo einfach nichts ist und ich dann versuche, die Minuten voll zu kriegen, indem ich nur heule, dass nichts los ist. Eine kleine Ergänzung dann an der Stelle noch. So, und zwar dieses Format hier mit den September Daily Vlogs bietet sich übrigens sehr gut an für verschiedene Sachen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, also erstmal nur, wofür sich generell anbietet, ist für ein bisschen Interaktion untereinander, weil dadurch, dass das hier ja täglich kommt und ich das halt auch an dem Tag, an dem es kommt, immer erst aufnehme, nicht wie die Let's Plays, die ich teilweise Wochen oder Monate vorproduziere, ist es halt so, dass immer, wenn Kommentare kommen, ich die halt im Vlog des nächsten Tages mit einbringen kann, wenn sich das natürlich anbietet. Zum Beispiel gestern beim ersten Vlog, da hat der Rick geschrieben, dass er einfach den Vlog unterbrochen hat mit seiner Nachricht. Und ich dachte mir so, ja, richtig. Ja, und einfach generell, wenn ich hier Kommentare schreibe, dann kann ich im nächsten Vlog immer gut darauf eingehen, weil es halt, wie gesagt, direkt am nächsten Tag kommt und immer sehr tagaktuell ist, was hier in dem Video erscheint. Und ich habe mir auch überlegt, wenn sich da ein paar Fragen insgesamt zusammenbasteln, wenn da ein paar Fragen bei rumkommen, zusammenkommen, dann könnte ich tatsächlich auch mal einen Tag im September, wenn da Interesse besteht, das kommt natürlich auf euch an, weil ihr dann die Fragen stellen müsst, so ein kleines FAQ machen an einem Septembertag, indem ich also einfach etliche Fragen, die gestellt wurden, raussuchen, so ganz allgemeine von wegen, wie lange ist das schwarz? Nein. Aber sowas wie, was ist dein Lieblingsessen? Was ist deine schlimmste Erinnerung? Und sowas in der Art,
wenn ihr einfach so eine allgemeine Frage stellen wollt, dann packt das unten in die Kommentare. Da kann ich eventuell wirklich einen Tag im September mal ein FAQ in so einem Vlog machen. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Allgemein, alles bietet sich an, weil hier alles so tagaktuell ist. Und wenn ihr irgendwie auch Challenges oder irgendwas habt, zum Beispiel stopft Toastbrot auf einmal in die Nase, dann schreibt sowas in die Kommentare. Ich will aus dem September-Vlog ruhig mehr machen, als einfach nur rumlaufen und sagen, ja, das habe ich heute gemacht, das habe ich heute gemacht, okay, ciao. Sondern ruhig auch mal ein paar besondere Tage. Wie gesagt, FAQ, Challenges und so weiter. Hängt von euch ab. Ein bisschen Interaktion hier würde mich auf jeden Fall freuen, deswegen. Tschüss und bis morgen. Übermorgen, weil morgen kommt keiner. Morgen kommt zwar Videos, aber kein Vlog. Yeah.